Kollegin Dr. Sabine Sütterlin-Wag spricht jetzt für die CDU-CSU. Na, warten Sie es ab. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, kurz und im Ergebnis wahrscheinlich wenig überraschend eins vorweg. An der Position der CDU-CSU-Fraktion hat sich seit unserer letzten Debatte zur Geschäftsordnung Ende letzten Jahres nichts geändert. Vor wenigen Monaten habe ich schon an gleicher Stelle darauf hingewiesen, die weit überwiegende Mehrheit in der CDU-CSU-Fraktion ist hinsichtlich des Inhaltes der Gesetzentwürfe der Grünen, Linken und des Bundesrates entschieden. Wir sind der Auffassung, dass die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Wertentscheidung des Verfassungsgesetzgebers vorbehalten ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Auffassung stehen wir übrigens nicht allein. Verfassungsrechtler stützen unsere Position. Die Entscheidung der Eheöffnung zur Eheöffnung kann also nicht einfach durch Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches erfolgen, wie Sie sich das so vorstellen und auch im Bundesrat so gesehen wird. Unsere Position wird sich hier kurzfristig nicht ändern. Genauso wenig wird sich aber, lieber Herr Beck, unsere Einstellung verändern, dass Menschen, die sich lieben und dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, sich Stabilität und Halt geben wollen, unsere Anerkennung und Wertschätzung verdienen, unabhängig davon, ob sie gleich- oder verschiedengeschlechtlich sind. Sie verdienen die Unterstützung der Gesellschaft und des Staates. Wir freuen uns, dass die bürgerlichen Lebensformen nach Jahren der totalen Ablehnung auf ein derart großes Interesse bei der Opposition stoßen. Ausdruck der staatlichen Wertschätzung und Unterstützung war und ist das Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Dessen Rechte und Pflichten haben der Gesetzgeber und auch das Bundesverfassungsgericht in den letzten 15 Jahren immer weiter konkretisiert. Auch in dieser Legislaturperiode war hier kein Stillstand. Wir haben gleich zu Beginn der Wahlperiode die Sukzessivadoption für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht und überdies das nationale Recht im Sinne der Gleichstellung bereinigt. Wir hatten schon so viele Debatten zur Öffnung der Ehe in dieser Wahlperiode. Deshalb sehen Sie es mir nach, wenn Sie von mir schon Bekanntes hören. Die Eheöffnung ist eine politische Forderung von vielen. Sie ist aber eben keine zwingende, notwendige grundgesetzliche Notwendigkeit. Ohne Eheöffnung, aber bei völliger rechtlicher Gleichstellung, könnte ich den Vorwurf nicht verstehen, dass weiter staatliche Diskriminierung betrieben werden würde. Viele in meiner Fraktion, auch ich, treten daher für eine vollständige rechtliche Gleichstellung ein und versuchen, eine Konsenslösung herbeizuführen. Über die Idee, die eingetragene Lebenspartnerschaft im Grundgesetz zu verankern und entsprechend den Artikel 6 des Grundgesetzes, um den Begriff Lebenspartnerschaft zu erweitern, wird aber leider überhaupt nicht diskutiert. Unser Werteverständnis vom Schutz von Familie und Ehe, verbunden mit der Gleichberechtigung und Toleranz gegenüber anderen Formen des Zusammenlebens, würden wir damit festschreiben. Ich finde es äußerst schade, dass dieser Weg nicht mehr als Alternative und Kompromiss diskutiert wird. Damit könnte doch die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau beibehalten werden und die eingetragene Lebenspartnerschaft gleichberechtigt daneben stehen. Eine zusätzliche Änderung des Personenstandsgesetzes wäre denkbar. Dann bliebe gleichgeschlechtlichen Paaren in administrativen Vorgängen die Offenlegung ihrer sexuellen Identität erspart. Es hat zwar nichts mit der Frage nach der Öffnung der Ehe zu tun, aber mit etwas, darüber haben wir schon gesprochen, das uns als Fraktion in diesen Debatten unterschwellig immer entgegenschlägt. Dort schwingt mit, die CDU-CSU-Fraktion ist, weil sie sich gegen die Öffnung der Ehe stellt, irgendwie homophob. Und weil sie das sich nicht öffentlich zu sagen traut, wird das dann eben latent durch die Abwehrhaltung in dieser Frage ersetzt. Ich möchte diese Aktuelle Stunde dafür nutzen, um zu sagen, das ist großer Unsinn. Sicher waren wir nie die Speerspitze der Bewegung, und sicherlich wird es nicht sonderlich schwer fallen, in alten Plenarprotokollen Aussagen zu finden, die nicht gerade von einer ganz großen Aufgeschlossenheit zu diesem Thema zeugen. Aber das ist lange her. Das zeigt im Übrigen auch unsere Herangehensweise an eine Thematik wie die der Rehabilitierung der Opfer des ehemaligen § 175 Strafgesetzbuch.
Wir erkennen an, dass die Rehabilitierung der Betroffenen ein wichtiges moralisches, politisches und gesellschaftliches Anliegen ist. Der Kabinettsbeschluss fehlt noch, das stimmt. Aber allen ist uns klar, dass die verurteilten Personen oftmals hochbetagt sind und wir deshalb auch einen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens in dieser Legislaturperiode brauchen. Dafür werden wir uns einsetzen. Wir wollen, dass die Betroffenen ihre Rehabilitierung noch erleben und hoffen, dass sie dadurch mit unserem Rechtssystem versöhnt werden. Denen, die mir zugehört haben, danke ich dafür.